Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 22 von Amnesia, The Dark Descent, präsentiert von Celine, a.k.a. Queen Nerdy Dala. Es könnte sein, durchaus, dass wir jetzt ein paar Folgen mit Herumirren im riesen Altarraum hinter uns bringen. Ich muss jetzt nochmal, weil wir jetzt wieder am Anfang, ich bin gerade gestorben, ja, wie ihr in der letzten Episode mitbekommen habt, und jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich lauf mal. Ich hoffe, hier sind keine Monster. Aber ich glaube, die dürfen uns nicht sehen. Erstmal verlieren wir hammermäßig die Orientierung. Hier war der Sarkophag. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal weiter geradeaus. Ich gehe jetzt mal nicht über die Brücke. Links, sondern lauf einfach mal weiter und guck mal, wo ich dann dahin komme. Hier war doch irgendwo eine Brücke. Oder vertue ich mich jetzt gerade? Oh, ich versuche mir das wirklich zu merken, ja. Ich habe nicht damit abgeschlossen, dass ich es einfach nicht kann, sondern ich versuche es mir zu merken. Aber irgendwie, da ist eine Brücke. Wenn ich es kann, dann laufe ich einfach mal dran vorbei an der Brücke. Okay, also Sarkophag haben wir. Wir haben auch, ich gehe mal nicht lang, hier lang. Mal gucken, ob ich da hinten weiterkomme. Dann haben wir den Raum mit diesem Bullen. Also es muss noch einen dritten oder sogar noch einen vierten Raum geben. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir quasi wieder am Anfang. Ich gehe mal hier drüber. Ich glaube, am Anfang da vorne ging es ja nicht drüber. Oh, Leute, Leute. Womit habe ich das verdient, du? Okay, rechts rum geht es hier nicht, oder? Nein. Dann gehen wir mal links rum. Ich mache das jetzt alles gecrouched, weil ich keine Lust habe, wieder zu sterben. Weil die sind einfach schneller als wir, habe ich ja jetzt festgestellt. Ich habe den auch zu spät gesehen, also bin ich auch zu spät irgendwie, habe ich angefangen, zu spät wegzulaufen. Ich hangel mich jetzt hier an den Wänden entlang, meine Lieben. Da würden wir ja da, wo die Brücke war, ne? Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt am schlauesten ist, hier hinzugehen. Soll ich geradeaus oder jetzt hier rechts? Ne, hier leuchtet schon. Scheiße. War ich hier schon drin? Still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Okay, das ist definitiv neu. Deswegen haben wir auch ein Flashback bekommen. Muss mal gucken, ob der hier kommt. Das wäre voll für den Arsch. Können wir eigentlich dann die Tür zuhalten, wenn der kommt, theoretisch? Oder der ballert die dann irgendwann durch. Okay. Das ist... Oh, wow. Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Ja, das müssen wir wahrscheinlich für ein Flashback... Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um sein Bein legte, bis die Knochen knackten.
Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Wie gnädig, wundervoll. So, gibt es hier jetzt auch irgendwie ein Orb oder so für mich? Da. Jetzt habe ich alle, ne? Jetzt habe ich aber wahrscheinlich Probleme. Oh Gott, wie bin ich denn jetzt hier wieder hingekommen? So muss ich dann auch wieder zurückkommen. Ich versuch's. Ich weiß es nicht mehr. Es ist, wenn ich auf der Flucht bin, vor dem Vieh wegrenne, dann habe ich überhaupt keine Orientierung mehr. Okay, ich dachte schon, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Hm. Ich glaube, ich bin hier durch, ne? Ja, ich meine, hier an der Wand entlang sind wir ja. Dann da über die Brücke. Wenn da eine Brücke ist, dann stimmt das. Aber irgendwie. Doch. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier wieder rechts rum. Und dann müssten wir doch quasi schon in dem Eingangsbereich sein wieder, oder? Jetzt kann ich doch hier eigentlich raus aus dem Schissel, oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Hier. Klappt das? Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. Das hatten wir schon. Seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Oh, wir haben alle Teile der Ohr. Wir gehen mal zum Agrippa und gucken, was der uns sagt. Der wird uns bestimmt jetzt irgendwie einen Senf dazu geben. Wir brauchen noch irgendwie eine Möglichkeit, das Blut zu reinigen. Das hat er ja schon damals gesagt. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. So, Agrippa. Tell me what to do, buddy. Tell me what to do. I do. Doch, doch, mach mal. Ja, habe ich doch schon die Klamotten. Ich habe die Klamotten doch schon. Wo muss ich denn da hin, du Heini? Agrippa, der sterbende Mann braucht ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung. Ja, die Ingredienzien habe ich doch. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke, bla, das haben wir. Zurück. Nee, das, da war ich gerade drin. Notizen. Vaya sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Habich. Der Altarraum scheint bla. Dann könnten Inhalte im entsprechenden Werkzeug extrahieren. Das haben wir auch. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich, ne? Bei der nächsten Folter haben wir auch. Tamta hingegen dürfte, haben wir auch. How to do it? Ich glaube, es ist Bestandteil bla. Ich muss Vaya darüber sprechen. Er muss mir ein Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Wie mische ich das für dich zusammen, mein Freund? Oh. Aua. Eine Wunde. Ja, komm, wir hauen uns hier nur da noch rein. Was soll der Scheiß? Hm. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything. How do I do it? Kann ich mit der Hand kombiniert werden? Laut Notiz muss das Tonikum sehr sorgfältig. Ja, aber wo denn? Hier war der Alt. Nee, was war hier denn? Doch, hier war der Altar, alles klar.
Hier waren ja nur Zellen. Da war ja kein Arbeitsbereich für uns. Ich glaube, ich muss nochmal hoch. Und in einen anderen Bereich laufen. Ich fände es sehr freundlich, Herr Agrippa, wenn du uns sagen könntest, wie wir das machen sollen. Im Labor wahrscheinlich, ne? Ich nehme das nochmal. Ich weiß, dass es nicht funktioniert, aber... Keine Ahnung, ich nehme das nochmal. Ich weiß, dass es nichts bringt eigentlich, aber... Ja, cool. Jetzt haben wir noch einen Teil mehr, was wir da wegkriegen müssen. Ich, keine Ahnung. Ich probiere es mal, das zu bewerfen oder so. Weil ich glaube, im Labor können wir das zusammensetzen, das Tonikum für ihn. Das würde natürlich Sinn machen, aber wie kriege ich diese scheiß Labortür auf, ist die Frage. Nee, das bringt gar nichts. Ist natürlich geil, dass das jetzt hier hängt. Shit. Ich laufe nochmal eben runter zu Agrippa. Ich bin jetzt so ein bisschen sprachlos, ratlos, wie wir das machen sollen. How, dude? War da irgendwie eine Möglichkeit? Nein. Da war nur dieser große Raum, wo diese Folterräume waren. Hier war nur der Wasserheini. Ey, shit, Leute. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen, um dieses Tonikum für ihn zusammenzubrauen. Ich glaube ins Labor, aber wie kriege ich das Labor auf? Habe ich ein Brett vorm Kopf? Ich meine, diese Dinge kann ich ja nicht wirklich benutzen. Ich kann sie nur dahinter klemmen. Muss ich hier noch eine Sache finden, wie ich das... Wie geht's uns denn? Leichte Kopfschmerzen, das ist okay. Nein, das sind alles nur Sachen... Ich meine, man ist ja natürlich nicht mal eben schnell nach oben gelaufen, deswegen möchte ich jetzt ungern hier immer... Was ist denn das hier für ein Riss? Ach ne, das ist einfach nur ein grafischer Fehler, glaube ich. Oder? Hat das eine Bedeutung? Nö, ich kann ihn mir nicht vorstellen. Ja, sorry, dass ich jetzt hier so rumirre. Ich, also entweder es ist total offensichtlich und ich habe ein Brett vorm Kopf oder es ist nicht so offensichtlich. Ich, wie gesagt, ich renne jetzt nochmal ganz kurz in die anderen Bereiche. Machen wir hier auch nochmal an. Ich glaube, dass nicht mehr so allzu viel kommt, ehrlich gesagt. Wir machen das mal aus. Wie viel haben wir noch? Ich baller hier nochmal eins rein. Also, die Orb dürfen wir noch nicht anfassen, ja? Sonst können wir den Dingens nicht mehr retten, den Agrippa. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Was war das denn hier nochmal? Achso, hier ging es nicht weiter. Gibt es hier denn irgendein Werkzeug oder so, was wir aufnehmen können? Um dieses Labor aufzubrechen. Weil das würde das... Das ist doch das Einzige, was Sinn macht, oder? Im Labor das Tonikum für den Agrippa zusammenzubrauen. Shit. Diese Tür geht auch überhaupt nicht auf. Hatte ich das schon mal probiert hier, Leute? Wieso habe ich denn überhaupt diese Kurbel hier dabei? Die habe ich noch überhaupt nicht gebraucht. Habe ich irgendwie irgendein Rätsel... Andersweitig gelöst. Okay, hier ist nur dieser Raum. Gibt es hier irgendwelche Instrumente, was auch immer, was ich benutzen kann?
Oh, nach dem Neustart ist da neues Öl drin. Das ist ja geil. Okay. Also nicht nach dem Neustart, sondern nach dem Aufnahmestopp. Shit! Oder respawnt das einfach nach einer Zeit. Hier kam ich ja auch nicht mehr runter, ne? Nein. Ich renne nochmal runter. Ich glaube, dass das Rätselslösung liegt im Labor. Da bin ich jetzt echt überfragt. Und ich möchte ungern nachschauen, aber bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde rumlaufe, ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Ich meine... Sorry, dass ihr jetzt wahrscheinlich gerade alle seekrank werdet. Ja, Agrippa, Dude, wenn du mir nicht sagst, was hier Sache ist, ne? Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich würde gerne das Tonikum für dich zusammenbrauen. Nur wie? Ist das eine Kiste, die ich öffnen kann? No. Ich nehme nochmal das Fass mit und werf das dagegen. Das habe ich jetzt da voll reingeglitscht. Das ist natürlich voll für die Nüsse jetzt hier, ne? Wie kriege ich das Labor auf? Verdammte Hacke. Schizzle. Okay, ich mach's wie so ein... nicht so intelligenter Affe in so Tests. Mach's immer wieder und immer wieder. Agrippa, Dude, rede mit mir, mein Freund. Oh, nicht immer das Gleiche, bitte. War hier noch was für uns drin? Leute, ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Ich... Oh, wow. Der redet jetzt immer das Gleiche. Ob ich dich retten will, wenn du dich immer wiederholst, weiß ich auch nicht, mein Freund. Oh, Schreck, lass nach. Okay, alles klar. Wo ging es denn hier noch lang? Querschiff. Da war das Querschiff, wo diese ganzen Türen waren. Nee, das war das. Nee. Mm-mm. Nee, dann war der andere Bereich das mit dem Altargeschissel da. Wie abscheulich dachte er, gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nicht als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Nee, dann ist das andere da mit diesem komischen... Okay, dann laufen wir nochmal auf die andere Seite. Und dann... Oh, Dude. Nein, ich muss ins Labor, Leute. Ich muss ins Labor. Wie komme ich ins Labor? Ich glaube... Guck mal, jetzt ist der Spaten schon wieder hier. Der setzt das auch nicht an. Manchmal packt er dann das ja automatisch irgendwie. Ich kann das aber auch nicht hier... an so kleinen... Was habe ich denn noch? Nix, was mir was bringen könnte. Die Kurbel? Nee. Ich dachte ja, das Teer drüber kippen und dann anzünden oder so, aber...
Oh, meine Lieben, wir gucken mal in der nächsten Episode, wie wir das machen. Vielleicht gucke ich auch nach, wie wir ins Labor kommen. Das sage ich euch dann aber. Ich probiere mal hier noch ein bisschen rum. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann schaue ich mal. Weil ich würde schon gerne den Agrippa retten. Und wenn ich jetzt hier... Ihr wollt euch nicht 15 Folgen angucken, wie ich hier hin und her renne. Was ist denn das hier für ein Riss? Das ist so auffällig. Oder ist das echt einfach nur ein Grafikfehler? Oh. Okay, jetzt haben wir es hier mit Exorzismus zu tun. Oder was? Was, wo ist diese Kiste jetzt hin? Was ist, wenn ich die brauche? Das ist alles sehr interessant, was hier passiert. Meine Lieben. Oh, wow. Jetzt kriege ich hier langsam hier. Ich schwummer jetzt auch so wie der Daniel. Ich muss auch mal ein Rätsel lösen, sonst wird das hier nichts mehr mit mir. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich versuche nochmal ein bisschen offline in dieses Labor reinzukommen. Wenn das nicht funktioniert, werde ich das nachschauen, wie man in das Labor reinkommt, weil ich Agrippa retten möchte und nicht aus Doofheit nicht in der Lage sein werde, Agrippa zu retten. Vielen Dank, meine Lieben. Was mit dieser Kiste passiert ist? Man weiß es nicht. Wenn die bei euch jetzt im Wohnzimmer neben euch gelandet ist, wisst ihr Bescheid. Dritte Dimension und so. Bis dann. Aloha.